Ja, herzlich willkommen zur offiziellen Feierstunde zum 27-jährigen Jubiläum des VfGH. Ich freue mich, dass von den Angekündigten immerhin Peer und Uwe aus Schweden und Uwe Ehrenhöfer vom Eldaring dabei sein können. Streaming fällt heute weg, da brauche ich niemanden begrüßen. Das mit der englischen Übersetzung hat dann, ihr habt es ja vorhin mitgelesen, teilweise hat auch nicht so gut geklappt, deswegen lassen wir das weg. Peer versteht einigermaßen genug Deutsch. Vielleicht ein einleitendes Wort, warum feiert der VfGH sein 27-jähriges Jubiläum? Das hat einen ganz einfachen Grund, weil das 25-jährige ging nicht im Sommer 2020 wegen Covid und wir haben damals bereits beschlossen, wir verschieben es auf 2 Jahre, dann haben wir 3 mal 9, das kann man dann immerhin auch noch numerologisch, mythologisch begrüßen. Und ich habe ja heute schon einen langen Vortrag gehalten, ich habe mich echt schwer getan mit der Vorbereitung dieses Textes. Wenn man sowas wie eine offizielle Feierstunde macht, was soll da reinkommen? Eigentlich ist das ja so eine Bauchpinselei, wie toll wir sind, was wir alles erreicht haben. Das werde ich heute auch tun und werde einiges über uns sagen seit der Gründung und was wir so alles als erst ORD und dann später VfGH tatsächlich gemacht und geschafft haben. In einem Mittelteil möchte ich kritisch, durchaus kritisch, einige Dinge ansprechen aus der Vergangenheit. Vielleicht auch noch aus der Gegenwart. Ich überlege mir mal, was ich von der dreiseitigen langen Liste an Kritik alles weglasse. Nein, das war Spaß. Und zum Schluss habe ich dann auch noch, man macht den Spannungsbogen ja auch noch ein, zwei gute Sachen zu verkünden. Ja, am 11. März 1995 wurde der Odynic Ride Deutschland in Köln gegründet. Das könnte man jetzt so im Raum stehen lassen. Trotzdem, wir hatten das Ahnenblut, wir haben viel über ihn gesprochen. An diesem Wochenende möchte ich doch nochmal hinweisen auf die Umstände, weil das ist jetzt 27 Jahre her. Das war im Wesentlichen, nicht 100%, aber im Wesentlichen eine Zeit vor dem Internet. Kaum jemand hatte damals Internet, es gab keine Suchmaschinen, nichts. Das große Verdienst von Bernd ist, dass er, ja, wie er es mir erzählt hat, über fast 2 Jahre Leute zusammengetrommelt hat für eine neue Art von Verein. Es gab ja ein paar Vereine für germanisches Heidentum, aber nicht so einen, wie Bernd haben wollte. Im zweiten Jahr hatte er dann Volker Kunze getroffen und der hat ihn dann auch technisch unterstützt, internetmäßig. Und so waren die beiden dann zwei von damals 9 Gründern. Ein dritter war unser Freund, unser ehemaliger Freund Jörg Gerald Rohfeld, der damals auch 95 den Verein gegründet hat, und 6 andere Leute, über die ich heute nichts sagen kann oder möchte. Niemand würde sie kennen von den hier Anwesenden. Ja, und dann hat man sich nach 2 Jahren Vorlaufzeit im Prinzip gefunden. Und das Besondere auch damals am ORD war, dass es eigentlich der erste Verein in Deutschland war heidnischer Art, der schon eine klare Abgrenzung nach Re rechts hatte. Wir hatten damals die Artgemeinschaft, den Amanenorden, die Gülfiliten, also alles Leute, mit denen niemand aus unseren Kreisen wirklich nennenswert zu tun haben wollte. Ein bisschen geholfen hat Bernd und Volker damals, haben ihnen die ersten 2 Ausgaben des Ringhorn, weil das wissen wahrscheinlich einige von euch vielleicht noch nicht mal. Das Ringhorn ist ein Jahr älter. Ringhorn Nummer 1 kam raus im Februar 94, Ringhorn Nummer 2 kam raus im Dezember 94 und im März war es dann soweit, dass der Verein gegründet werden konnte. Ringhorn Nummer 3 war dann der erste Gemeinschaftsanzeiger des Odynic Ride Deutschlands im Juni 1995. Warum Odynic Ride Deutschland? 3 dieser Gründungsmitglieder waren damals Mitglieder im britischen Odynic Ride, davon 2 Professen. Der Kontakt war aber wirklich nicht nach allem. Ich habe jetzt im Vorfeld noch mal ein bisschen rumrecherchiert. Er war weitaus weniger üppig, als uns in den frühen Jahren vorgeworfen wurde. Ganz am Anfang hatte Bernd vor, das Book of Blotar sozusagen zu übernehmen. Das war den Deutschen aber zu schwülstig, das wollten die nicht. Deswegen ist dann in den ersten 2 Jahren, bevor Fritz Steinbock dazu kam,
das Ritualwesen hauptsächlich von einer germanisch orientierten Hexe namens Claudia Abel entwickelt worden. Und auf deren Arbeit hat Fritz dann später aufgebaut und hat dann ja auch relativ schnell das Ringhorn übernommen, hat dann später das Heilige Fest geschrieben und so weiter und so fort. Dieser ORD der ersten Zeit war eigentlich weniger ein Verein, wie wir ihn heute haben, sondern es war mehr ein Freundeskreis. Es gab langsames, aber stetiges Wachstum. Viele Reisen. Das ging bis in die Zeit, wo ich dann 2004 da reingekommen habe, noch die ersten ein, zwei Jahre. Man fuhr quer durch die ganze Republik und auch nach Österreich, nach Schöneiben. Schweizer hatten wir damals noch nicht. Fast jedes Jahreskreis wurde irgendwie von irgendjemandem ausgerichtet und die meisten Leute sind hingefahren. Wir reden damals von Mitgliederzahlen 10, dann mal 20, 30 irgendwann. Als ich 2004 eingetreten bin, waren wir knapp über 30 Mitglieder. Das war eine etwas andere Zeit, etwas anderes Vereinsleben, als wir es heute hatten. Die erste große Wandlung kam dann im Jahr 2004 auf meinem ersten Bundesting des damaligen Odinic Rite, war ich Teil davon. Es wurde eine komplett überarbeitete, neue, bessere Satzung verabschiedet. Im Jahr 2004 hatte Fritz auch seine Leitidee freies Heidentum soweit ans Laufen bekommen, über die er vorhin ja selber gesprochen hat. Und später im Jahr 2004 erschien dann auch ein Schwur von ihm, das Ergebnis eines Schwurs von ihm, nämlich die erste Ausgabe des Heiligen Festes. Ging dann weiter, 2005 gab es per Mitgliederbeschluss auf dem Bundesting die endgültige Lösung vom Odinic Rite, wo wir gesagt haben, wir wollen mit denen nicht mehr. Und 2006 ist dann ja konsequenterweise auch die Namensänderung erfolgt. Auch Vorstandsänderungen. Ich kam dann als damals erster Vorsitzender mit dazu rein. Außer Fritz war dann praktisch keiner mehr von der ganz alten Garde im Vorstand. Und das ist dann auch so geblieben, bis Fritz ausgeschlossen ist. Diese Namensänderung möchte ich noch mal kurz ansprechen. Das war ein ziemlich harter Kampf. Viele der damaligen Mitglieder hatten echt Schwierigkeiten, sich von dem gewohnten Namen zu lösen. Dennoch ist dieser nach, ich glaube, 4 Stunden, Alex, Diskussion oder sowas, ist dann dieser Beschluss gefallen. Und was ich immer noch markant finde, es war ein einstimmiger Beschluss. Keine Enthaltung, keine Gegenstimme. Insofern war es doch ein klares Votum. Ab 2006 spare ich mir mal so die Einzelheiten. Es hat sich dann Stück für Stück immer mehr verändert, immer weiter entwickelt. Uns war es nie wichtig, viele Mitglieder zu haben. Wir sind langsam, aber stetig gewachsen. Wir liegen jetzt oder wir lagen vor diesem Wochenende bei etwas über 90 Mitgliedern, ich glaube 91 oder 92, und erfreulicherweise haben sich an diesem Wochenende noch 2 neue Mitglieder eingefunden, denen das hier bei uns recht gut gefallen hat, die als Gäste gekommen sind. Von den wichtigen Änderungen oder von den Änderungen, die ich angesprochen habe, kommt einiges gleich noch in dem Kritikblock. Aber ich möchte jetzt noch einen Absatz oder mehrere Absätze einschieben. Was unterscheidet den VfGH von den derzeit anderen existierenden Vereinen und Gruppen? Und ja, ganz unbescheiden, was sind die Verdienste des VfGH in jetzt 27 Jahren? Ich hatte das schon kurz erwähnt, sage es nur noch mal kurz nochmal. Es war wohl der erste Verein, der eine klare Abgrenzung nach rechts bereits in seine Satzung reingeschrieben hat. Dann durch die Entwicklung vor allen Dingen von Fritzens Arbeit. Ich kann sagen, wir sind der Verein in Deutschland, vielleicht der einzige Verein in Deutschland, der ein doch ziemlich klar umrissenes inhaltliches, für die Arbeit inhaltliches, aber auch religiöses Konzept hat, mit den Vorgaben durch die Leitidee freies Heidentum und das Heilige Fest. Und mit dieser Leitidee haben wir sogar so etwas wie eine Kernverfassung, in der unsere Werte im Prinzip beschrieben sind. Ja, es ist zwar einem anderen Verlag, aber im Grunde genommen war es ja immer das Buch zum VfGH für viele Jahre. Wir haben das erste Ritual-Baukasten-Handbuch veröffentlicht. Es gab bis dahin schon Ritualvorschlagsbücher, aber die waren alle mehr oder weniger so in der Art, genau wie das Odinic Rite Book of Blotar. Das müsst ihr so machen, das müsst ihr so machen und das müsst ihr vor allen Dingen so machen, sonst ist das nicht richtig. Da war das Heilige Fest tatsächlich ein ganz anderer Ansatz, sondern
auch in Bezug auf das, wie Fritz es nennt, Volkspriestertum. Jedes Mitglied soll in die Lager versetzt werden und am besten jeder Heide jederzeit seine eigenen Rituale oder ihre eigenen Rituale zu gestalten. Das war das Ziel von Fritz. Es ist, erste kleine Kritik, nie ganz so erreicht worden, aber der Ansatz ist zumindest da. Ja, das Ringhorn. Ja, jetzt im tatsächlich Veröffentlichungsjahr 28. Wir haben die Ausgabe Nummer 110, die eigentlich immer um Mittsommer oder kurz vor Mittsommer rauskommt, wegen der Jubiläumsfeier etwas verschoben. Die wird im Juli, Anfang Juli voraussichtlich kommen, auf jeden Fall vor dem 10. Juli, denke ich mal, weil wir natürlich unsere Jubiläumsfeier damit reinbauen wollen. Das Ringhorn hat eine echte Entwicklung vom Werbeblatt ganz am Anfang über den zwei Jahrzehnte lang existierenden Gemeinschaftsanzeiger, eigentlich nur für den Verein, hinter sich gebracht zur, seit ein paar Jahren steht es auch im Titel, Zeitschrift für das Heidentum heute. Und tatsächlich haben wir jetzt, ich glaube, seit ungefähr 3 Jahren einen ständigen Wechsel. Haben wir mehr Abonnenten oder haben wir mehr Mitglieder? Also es ist auch schon begehrt. Und ich sage nichts Falsches, wenn ich sage, dass fast 85% der Abonnenten oft schon seit vielen Jahren Dauerabonnenten sind. Also nicht jährlich, also nicht nur vier Ausgaben, ein Jahresabonnement abgeschlossen haben. Und natürlich geht das Ringhorn auch an einige Museen in Deutschland und einige wissenschaftliche Institutionen, die sehr wohl Interesse daran haben und von wo wir gelegentlich auch mal positives wie auch gelegentlich mal kritisches Feedback bekommen. Was auch uns vielleicht nicht als einzig auszeichnet, aber schon was ich einen sehr wichtigen Punkt finde, ist der Umstand, dass wir seit 2007 das anbieten, was bei uns unter dem sperrigen Titel religiöse Dienstleistungen läuft. Das ist damals entstanden, 2007, und beschlossen worden, vor allen Dingen mit dem Argument, es gibt noch genau einen anderen Verein, der das anbietet, und das ist die Artgemeinschaft. Und wir wollen bitteschön nichtsahnende Heiden in deren Fänge locken. Das war ein Grund, warum wir damit angefangen haben. Ich will jetzt nicht sagen, das war ein tolles und super erfolgreiches Konzept, aber ich habe mal nachgesehen, wir dürften doch über die Jahre jetzt, 15 Jahre, wir haben auf jeden Fall, ich weiß es nicht ganz genau, wir haben auf jeden Fall über 50 Eheleiten außerhalb des Vereins gemacht. Da sind die Hochzeiten unserer eigenen Mitglieder nicht mit drin. Wir haben 4 Bestattungen begleiten dürfen, davon eine außerhalb des Vereins, der Rest waren Vereinsmitglieder. Wir hatten ein paar Anfragen oder eine ganze Menge Anfragen, die wir leider nicht bedienen konnten, weil unsere eigene Personaldecke für dieses Segment nicht wirklich so dick war. Wir haben, da bin ich ganz stolz drauf, ich glaube, wir haben eine der demokratischsten Vereinssatzungen, nicht nur im heidnischen Segment, sondern überall, uns in den letzten 15 Jahren erarbeitet. Mit Wahlordnung, Stimmrechtsübertragung, wir haben eine Geschäftsordnung, also das ist alles sehr, sehr geregelt, basisdemokratisch. Und wenn es manchmal nicht genutzt wird von unseren Mitgliedern, liegt es nicht daran, dass wir es ihnen nicht zugestehen würden, sondern dann fehlt einfach das Interesse. Aber die Möglichkeit ist immer da. Darüber hinaus haben wir an nicht wenigen wissenschaftlichen Publikationen mehr oder weniger mitgewirkt. Der erste, der uns wirklich eng in die Mangel genommen hat, war René Gründer mit seiner Doktorarbeit. Das ist dann ja auch ganz schnell publiziert worden. Frau von Schnurbein hat auch 2 Tage bei mir zu Hause verbracht und wir haben über alte Kamellen, aber auch neuere Entwicklungen gesprochen. Wir bekommen weiterhin jedes Jahr, ich würde mal sagen mindestens 10, manchmal mehr, Anfragen, da ist alles dabei, von der Schularbeit, Mittelstufe bis hin zu Bachelors, Masterthesen, Doktorarbeiten und so weiter und so fort. Auch erwähnen möchte ich die internationale Vernetzung, die in den letzten Jahren eigentlich eher mehr geworden ist als weniger. Der VfGH war mit dabei, als 2006 die ASATRU EU, das Netzwerk, gegründet wurde, was dann im Jahr 2009 das erste internationale ASATRU Summercamp durchführen konnte. Wir haben an 2 IASCs in Deutschland sehr aktiv mitgewirkt, 2012 in Sandhatten zusammen mit dem Eldering, 2018 dann aufgrund der Tatsache, dass es nicht in Spanien stattfinden konnte, vor allem zusammen mit Hedrat dann in Relais. Und
wir betreiben die Technik oder ich betreibe die Technik, auf der die ASATRO-EU-Netzwerk- und IASC-Geschichte läuft. Also da sind wir schon dabei. Seit 2016 dann über FrithForge die Kooperation mit The Troth in den USA, Durchführung der ersten FrithForge-Konferenz in Potsdam seinerzeit 2017 und als kleine Schmankerl mit 8 internationalen Leuten die Sacred Sites Tour als Schmankerl obendrauf, wo wir dann auch im Opfermoor waren und so weiter und so fort. Zusätzlich haben wir über die Jahre sogar mehrere Blutleitungskurse angeboten, immer offen, ist auch von außen genutzt worden vom ersten an, also nicht nur für Vereinsmitglieder, sondern auch für mittlerweile bestimmt um die 13, 14, 15 Leute, die nicht oder niemals dem VfGH oder dem ORD angehört haben, die alle gut gelaufen sind. Es gab nur in verschwindend geringem Maße negative Kritik, das waren kleine Details, ist das gut angekommen. Der letzte Kurs ist eigentlich noch gar nicht abgeschlossen, der hat jetzt über den Winter 21-22 stattgefunden mit 3 Online-Events. Das Abschluss-Event, wo ich unbedingt die Leute live da haben wollte, hätte eigentlich hier stattfinden sollen, ist das dann aufgrund der Tatsache, dass hier ukrainische Flüchtlinge untergebracht wurden, kurzfristig gecancelt worden. Und wir werden aller Voraussicht nach erst im Herbst den Kurs tatsächlich abschließen. Wir haben uns auch gesellschaftlich betätigt. Wir waren mehrere Jahre aktiv dabei mit Pagane Wege und Gemeinschaften bei der Langen Nacht der Religionen in Berlin. Haben dort mitgewirkt. Ein paar Mary und ein paar Leute hier von der Berliner Gruppe haben dort auch nicht nur repräsentiert, sondern auch Kuchen gestapelt, Kaffee gekocht, Kisten geschleppt, Sicherheitsdienste gemacht und so weiter und so fort. Und wir haben uns nicht gescheut, uns zwischendurch mal in der breiten Gesellschaft zu öffnen mit Statements. So war der VfGH ganz offiziell 2010 auf einer Tagung über Neuheiten und Rechtsextremismus. Da war ich nicht als Besucher, sondern da bin ich als Vereinsvorsitzender aufgetreten, was für ziemlich Überraschung gesorgt hat und habe dafür gesorgt, dass man nicht mehr ausschließlich über uns, sondern auch vielleicht mal mit uns reden muss. Das kam, war auch eine Sache. Wir haben uns zu manchen Sachen öffentlich geäußert, obwohl wir eigentlich die Finger aus politischen Dingen raushalten wollen. Aber manchmal ist es wichtig, dass man das Maul aufmacht, wenn Sachen passieren, wie seinerzeit die komische Schmiererei an den Externstein und so weiter und so fort. Ich finde, das kann sich durchaus sehen lassen. Aber natürlich, wie gesagt, es gibt ein paar Sachen, die man auch kritisch sehen kann, zurückwirkend. Selbst die Zwerge können ein zerbrochenes Ei nicht flicken, aber die Sache mit dem Udinic Ride im Namen war schon nicht gerade optimal. Es ging vielleicht nicht anders, es war gut gemeint, aber das hat uns bis in die Zeit hinein, in der ich dann Vorsitzender wurde, immer wieder Ärger gemacht mit dem Rabenplan. Es gibt immer noch die Auflistung des VfGH als auf Köln ganz rechts.de wegen Nix, wegen Peanuts. Auch da haben wir uns über Jahre hinweg gekümmert. Sowas ist einfach, muss man mit leben. Was gut, lassen wir den Spruch mit der Sau, die sich an der Eiche kratzt oder so etwas in der Art. Allerdings, eine Sache möchte ich ansprechen. Jörg Gerald Rofald als Gründer ist ja nach 3 Jahren wieder ausgetreten, weil ihm damals das im Detail nicht weit genug ging. Das wurden dann doch der eine oder andere, der oder die eine andere Kollegin oder Kollegin konnte Mitglied werden unter Bernd und Volker, und das hat Jörg nicht gefallen. Er ist dann erst wieder eingetreten als Mitglied, sehr aktives Mitglied dann, als im Prinzip das etwas besser gehandhabt werde. Aber ich glaube, dass, Uwe, vielleicht kannst du später noch was dazu sagen, ich glaube, das ist ein klares heidnisches Problem, was alle Vereine betrifft. Du kannst den Leuten nicht hinter die Stirn sehen. Vielleicht geht das euch das auch gelegentlich so, dass nette Leute sich auch dann einmal doch als nicht so nett entpuppen. Also ich kann mich konkret an 2 Fälle erinnern aus den frühen Jahren. Ein Beispiel möchte ich bringen. Ein Interessent war auf einem Jahreskreisfest, wo ich mal nicht war. Man fand sich ganz toll, der ist dann gleich eingetreten. In der nächsten Woche hatte ich den Mitgliedsantrag auf dem Tisch. Und damals hatten wir noch das Forum, das alte Forum. Und dann bla bla bla, Plätscher, Plätscher, Plätscher. Irgendwann kam das Thema, würdet ihr auch Türken aufnehmen? Und der dann gleich so, das meint ihr jetzt nicht ernst.
Und jede Menge Leute, die damals mitgeschrieben haben von unseren Mitgliedern, doch, natürlich, klar, wenn der sich bei uns wohlfühlt, warum denn nicht? Und schwupp hatten wir ein Mitglied weniger. Viele Sachen erledigen sich halt auch mal alleine. Ein anderes Thema, unser Scheiß-Schwurmann-Ding, was uns vereinsintern, also mindestens über 10 Jahre auf jedem Bundesthing begleitet hat. Die Lösung, die wir jetzt haben, seit mittlerweile ja auch schon fast 10 Jahren, dass es nur noch ein persönliches Bekenntnis religiöser Art ist, die hätte man auch deutlich früher haben können. Das hätte uns stundenlange erbitterte Diskussionen sparen können. Hätte man weglassen müssen. Und ganz nebenbei von den Leuten, die am stärksten darauf bestanden haben, dass die alte Regelung erhalten bleiben muss, sind die wenigsten noch in unserem Verein. Das heißt, sie haben ihre eigenen Eide überhaupt nicht gehalten. So viel dazu. Kein kritischer Rückblick, aber ein anderes Thema. Wir haben seit vielen Jahren eine ganz hohe Mitgliederfluktuation. Leute kommen rein, bleiben 2, 3 Jahre, oftmals sieht man sie gar nicht, dann sind sie wieder verschwunden. Diese Leute kommen aus dem Lab Reenactment Living History Bereich. Sie kommen ganz viel aus der Musikszene und in den letzten paar Jahren dann auch über Netflix und Serien wie Vikings und so weiter und so fort. Wäre schöner, wenn wir es schaffen würden, mehr ernsthafte Leute für uns zu gewinnen. Wie viele andere Vereine, nicht nur im heidnischen Segment, haben wir seit Jahren Personalprobleme bei der Besetzung von Funktionen, Vorstand, sonstige Spezialaufgaben, aber auch mit den regionalen Untergliederungen letzten Endes. Derzeit ist das regionale Leben im VfGH, man kann sagen, fast tot. Noch nicht ganz, aber fast. Viele Gründe, natürlich menschelt ist das, aber auch Burnout. Die alten Hasen haben irgendwann die Schnauze voll, die 10 Jahre, 15 Jahre lang das Ganze vorangetrieben haben. Es ist auch dort schwer, Nachwuchs zu akquirieren. Nur das Beispiel, weil es gerade passt, das von Jörg über viele Jahre gegründete und betriebene Langhus, was ja ein offizieller VfGH-Herd war, ist praktisch tot. Niemand von den immerhin 10 Leuten, die dort aktiv waren, war irgendwie bereit oder sah sich in der Lage, das weiterzuführen. Das ist nicht schön. Und wie wir das ändern wollen, sage ich dann ganz, ich bin fast am Schluss. Bei den beiden guten Ankündigungen fange ich doch mit der an. 2019 hatten wir ein Maßnahmenpaket, kurz vor Covid beschlossen, wie wir regionale Herde, Stammtische wieder ankurbeln wollen. Ja, und dann kam Corona. Das war sehr frustrierend in den letzten 2,5 Jahren. Wir konnten von diesen beschlossenen, auch budgetierten Maßnahmen praktisch nichts umsetzen. Und wir wollen das jetzt nach diesem Treffen und spätestens nach der MV, die ja dieses Jahr mit Wahlen noch im Herbst standen müssen ist, werden wir das anschieben. Weil man muss jetzt noch abwarten, wie sich der Herbst in der Hinsicht reitet. Also das ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Das steht nach wie vor ganz oben auf der Agenda. Und hier auf dem Treffen an diesem Wochenende haben sich auch einige nette Frauen aus unserer Mitgliedschaft oder auch nicht aus unserer Mitgliedschaft intensiv Gedanken darüber gemacht. Ich weiß noch gar nicht, was da gesprochen wurde. Und ich hoffe, dass da ein paar gute Ideen dabei sind. Das war das eine. Das werden wir angehen in Kürze. Und ein anderes Projekt wird auf jeden Fall noch dieses Jahr kommen. Das ist eine Idee, die schon ein paar Jahre rumgeistert. Wir sind so stolz auf das Ringhorn. Wir werden eine Website online stellen unter der Domain ringhorn.org, in der wir alle Ringhorn-Ausgaben bis immer auf jeweils die letzten 4, denn wir wollen auch noch ein paar Abos verkaufen, öffentlich zugänglich als durchsuchbares Archiv zur Verfügung stellen der Welt. Weil wir denken, das ist schon ein Meilenstein und eine große Leistung, die wir da etabliert haben. Ich habe in meinem Vortrag von heute Nachmittag habe ich aus Ringhorn 2 zitiert und ich bin jetzt nicht, ich gehe nicht ständig in alte Ringhörner rein, aber immer wenn ich es tue, stolpere ich über Sachen, wo man sagt, hey, war das geil, das wurde doch damals schon geschrieben, gesagt, lass uns den Artikel nochmal überarbeiten oder einfach neu bringen und so weiter und so fort. Das ist ein echter Fundus und ja, Nathalie, Christine und ich weiß nicht, wer noch dabei war, haben eine ganze Zeit, nur ihr beide, haben quasi eine Indextabelle erstellt, wo man dann auch nach Schlüsselwörtern suchen kann. Nicht nur nach Autoren, sondern Titeln. Und das soll, ich hoffe mal, bis August, September wird das online gehen. Es wird dann so aussehen, wenn man dann sucht und klickt auf Ergebnisse, kommt man nicht nur ins richtige Heft, sondern sogar auf die erste Seite des jeweiligen Artikels.
Da habe ich eine schöne Software für gefunden. Ja, und wenn das Ding dann da ist, ich glaube, dann haben wir Grund, wirklich stolz zu sein. Ich hoffe, ich habe nichts Wesentliches vergessen. Das sind 27 Jahre VfGH. Der Beifall gilt natürlich dem Verein und nicht mir. War ich zu unverschämt, Uwe? Nö, überhaupt nicht. It again in English. Bitte? Das habe ich nicht verstanden. Quatsch, egal. Ob du es nochmal auf Englisch wiederholen könntest. Ja. Was I humble enough, Per? ja. Of Ja. what I could understand. Okay. Herr, willst du zuerst? Do you want first? Egal. Okay. Ja. Ja, der Heimo hat es ja schon mal angesprochen. Das Thema Abgrenzung natürlich von rechts ist immer ein großes Thema, natürlich auch bei uns im Elderring. Wir haben eine etwas andere Struktur. Wir bezeichnen uns jetzt dann ja nicht unbedingt als unpolitisch, sondern nehmen da eine ganz klare Abgrenzung auch vor und bezeichnen uns in der Hinsicht als politisch, als dass wir natürlich jegliche Art von Extremismus vorbeugen. Trotzdem, wie natürlich Heimo gesagt hat, diese Abgrenzung ist immer extrem schwierig und man sieht nicht in diese Köpfe hinein. Und wir haben auch da schon der ein oder andere Mitglieder gehabt. Also ich darf da in dem Zusammenhang zum Beispiel an ja, eine Person erinnern, die also auch heute noch in der, sagen wir mal, neokonservativen Szene sehr aktiv ist. Und ja, die hat dann aber auch dann nach einem Dreivierteljahr oder nach einem Jahr ungefähr dann gemerkt, dass sie eigentlich bei uns da falsch am Platze ist. Und das ist eigentlich das einzige Mittel, was einem da so hilft, dass man dann hofft, okay, die einen oder anderen geben dann auf und ja, man versucht es halt zumindest so gut es geht und auch durch entsprechende Aufklärung dann natürlich das offen zu halten. Aber das ist jetzt dann ja eigentlich nicht das Thema, weswegen wir heute da sind, sondern das Thema heute ist ja eigentlich, dass es der VfGH jetzt dann ja schon eigentlich sehr lange geschafft hat, eben durch eine manchmal ruhigere und manchmal natürlich auch eine sehr unsichere See hineinzuschaffen. Ne? Ich meine, 27 Jahre, wie du schon gesagt hast, Heimo, das ist ja eine ganz schön lange Zeit. Es sind, wie gesagt, das ist eine heilige Zahl. Das ist 3 mal 9 wie 3 mal 9 Welten auch oder wie 3 mal 9 Tage und Nächte am Baum gehangen zu sein und ist somit eigentlich auch schon sehr, sehr lange den Kinderschuhen als solches entwachsen, ja. Und das ist eine Tatsache, die muss auch gewürdigt werden, ne? Und insofern ist es für mich natürlich jetzt dann auch als derzeitiger Vorsitzender vom Eldering eine Ehre, jetzt dann hier anwesend sein zu dürfen und hier also nur die allerherzlichen Glückwünsche natürlich auch zum 27. Vereinsjubiläum da übermitteln zu dürfen, ne? Vielen Da muss Dank. ich ja ehrlich sagen, auch wenn wir uns über die Wege nicht immer im einig sind, ist ja das Ziel vom VfGH und vom Eldering genau das gleiche. Wir wollen eine Wiederanerkennung kontinentalgermanischer und skandinavischer Religion und auch ihrer Glaubenswelten in Deutschland erreichen. Und zwar in der Form, dass da nicht dem das Geschmäckle eben des Rechten anhängt, sondern dass wir sagen, das ist eine Religion, die per se mit Rassismus, mit Ablehnung Fremder nichts zu tun hat. Wir haben also beide das Ziel, eigentlich ein offenes Heidentum, ein freies Heidentum zu verbreiten. Und insofern denke ich, ist es nicht falsch zu sagen, wenn ich sage, okay, wir sind eigentlich Geschwister im Geiste, VfGH und Eldering. Und wie gesagt, wie es bei Geschwistern so ist, wir sind uns natürlich über die Wege da nicht immer einig. Aber Diskurs, auch mal miteinander zu streiten, sich auch wieder zu vertragen, das ist ja das, was eigentlich ein lebendiges Leben miteinander ausmacht. Und sonst wäre das Leben ja auch langweilig.
Und rückblickend gesagt, auch da kritisch, es gab auch zwischen uns als Verein nicht immer nur gute Zeiten. Und insofern freut es mich natürlich umso mehr, dass wir durch persönlicher Ebene uns dann doch immer wieder auch mit gemeinsamen Aktionen zusammengerauft haben. Auch aufgrund natürlich deiner Tätigkeit beim ISC, Heimo jetzt dann. Ja, aber natürlich auch auf vielen anderen Wegen persönliche Kontakte. Also ich habe zum Beispiel selber persönlich diese enge Kontakte zum Jörg Hofeld auch gehabt, zum Gerald. Und durch diese Kontakte, durch Gespräche, durch Diskurs haben wir dann also auch immer wieder Freundschaften miteinander pflegen konnten und konnten uns auch gegenseitig durch Ideen befruchten. Und gerade für mich als einer, der ja mittlerweile auch schon seit, ich weiß nicht wie viele Jahren dabei ist, wer von uns Veteranen, auch wenn wir jetzt dann, wenn ich kein Mitglied im VfGH bin oder andere nicht im VfGH-Mitglied sind, wer ist denn in Sachen Ritual eben nicht durch Fritz Steinbock und sein Heiliges Fest auch mit sozialisiert worden? Und das ist natürlich eine Leistung, die muss man einfach anerkennen auch. Und insofern darf ich jetzt dann wirklich im Namen aller Mitglieder des Eldering euch allen ganz, ganz herzlich zu eurer von euch geschaffenen Gemeinschaft, bei allen Schwierigkeiten, bei allen Höhen und Tiefen, aber von eurer von euch geschaffenen Gemeinschaft und natürlich auch zu eurem Jubiläum gratulieren und wünsche euch und natürlich dem VfGH weiterhin den Segen der Hohen, Glück, eine gute Gemeinschaft und natürlich ein weiteres frohes Gedeihen wünschen. Und möchte insofern, heute bin ich leider aufs Fahren noch angewiesen, aber insofern möchte ich mein Glas darauf heben, dass wir uns weiterhin auf geistig anregenden Diskurs immer wieder treffen, dass wir auf unsere hehren gemeinsamen Ziele auch immer wieder zusammenarbeiten können, dass wir weiterhin auch ein freundschaftliches Gemeinsam zusammenbringen in Diskussionen, am Feuer und in der Freundschaft. Und in diesem Sinne wünsche ich Heil dem VfGH, natürlich auch Heil der Samfund de France in Sverige, ne? Nicht zu vergessen, Heil dem Eldering und natürlich Heil den Hohen. Insofern alles Gute euch und weiterhin frohes Gedeihen. Heil. 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 Vielen Dank, Uwe. Wie du sehen und hören kannst, sind deine Worte sehr wohl angekommen hier. Okay. Thank you, Uwe. Well, my name is Per Lundberg, der Per. Tut mir leid, aber mein Deutsch ist nicht so gut, so ich rede besser Englisch. I am active in Forum Sweden. It is the organization that has... We haven't beaten VfGH. We were founded in 1994, so it's really close. And from the start, I was not part of it then, but from the start, the founders were very clear of being what we today use the word inclusive. So they were anti or what did you? The word I heard was anti-left, anti-right, anti-racist from the start. So our profile in Sweden has been very clear from the start, and thereby we have had not much of issues with individuals that want to join that has a more right orientation. I have the function of Riksgode, so we have the system of Gudjas, femininum, and Godes, masculine, which I'm sure you might be familiar with the words. So we are organized in a little bit different way, as I understand both Eldering and VfGH. We have 9 kindreds or a blutlag that are spread from the south up until about middle of Sweden. There are talk of organizing, pulling one
together a kindred in more north of Sweden. Not so many members and not so many people live there. So, and they have problems with distance there. So right now I'm sitting in this nice garden about an hour or 45 minutes away from Old Uppsala. We had a wonderful bloat, spring bloat during Easter there. We had about 300 people come. It's an open invitation, so we never know. The big question is, will the mead be enough for everybody to have? And we had about 15 liters over left. So it's sitting waiting at home, at my home, for next year. And enough of me, myself, and us. I want to say from Hug, heart and hand, a great congratulations to Vevgeha. Oh, 27 years, yes. It is a time. And I wish from the powers, from earth, wind, water, sun, moon, and the powers, you blessings of creating fellowship together and having a great time learning, growing together. Thank you. Sweden, we are very active in interreligious organizations in Sweden. So Fornsed Sweden is really part of a interreligious organization. So we are getting acknowledged as heathens in Sweden. I just wanted to add that. And if you want to know more about that, you can contact me in some way. So I raise my glass from Hugur, heart and hand, and there the powers from earth to sky and all that in between. Congratulations. Hail. Yeah. Thank you, both of you, for being here, for being with us tonight and saying some nice words. I very much hope, and a lot of people here, we had a lot of conversations about international gatherings, meeting friends from IASC. We are very, very, a lot of people here are very, very much wishing to have an IASC to 2023. Carol is here, in case you haven't seen him, Carol Kreml from Czechia. He was so pissed off with 2022 being canceled, he asked if he can come. He's the only international visitor here, but I think we can entertain him all the time. We have, besides all the technical trouble and the housing trouble we've had, we have had so far a fabulous weekend. I have to say the atmosphere, the vibes are up very, very high. Good conversations, a lot of drinking. But nobody sick so far, no big headaches and stuff. So I think we will spend the last night having just party, good time. Again, thanks to you both for being with us tonight. And we have almost exactly reached the 45 minutes to 60 minutes I have had on my mind. Thank you for taking the time. And a lot of people hoping here to see you as soon as possible somewhere on this round green ball. Thank you and goodbye. Yes. Thank you. Have a good party. Und noch ein schönes Treffen euch und genießt die Zeit. Yes. Have a good party, everybody, and enjoy your time together. I hope to see you at ISC. Mach gut. Viel Spaß. Ja, bye bye. Bye-bye. Tschüss. Oh, freut mich.
Ah,